So, dann herzlich willkommen zum JFD-Analyse-Service vom Wochenende. Der Markt hat ja letzte Woche etwas, sag ich mal, ja, nicht wirklich verrückt gespielt und auch eigentlich nicht übertrieben, sondern hat eher wirklich für Verwirrung gestiftet. Ja. Die Zuhörer hier wissen eigentlich, dass diese Bewegung in der zweiten Dezemberwoche nichts Überraschendes ist. Denn ich habe, kleinen Moment, denn dieser Chart war und ist auch auf der Gottmoed-Seite schon öfters veröffentlicht worden, ja, hat ja Bestand. Und wenn jemand anders, habe ein paar Artikel auch gelesen, die meinen, dass die Jahresendrallye schon vorbei ist oder dass es nicht der Saisonalität entspricht, sollte eigentlich nur wirklich 2 Jahre zurückschauen. Und da gab es wirklich jeweils in der zweiten Dezemberwoche schwarze Kerzen. Einmal hier und eben jetzt heute, beziehungsweise dieses Jahr. Im Jahre 2012 kam die Kerze ein Stück später. Und hier davor war das im November. Aber auch dann hier gab es auch eine am 12. 12. gab es eben auch in dieser Woche vor dem Verfallstag eine schwarze Kerze. Also, es macht zwar die Wochenanalyse nicht einfacher. Ich habe jetzt einfach nur mal kurz das aufbereitet, was sowieso schon bekannt war. Und klar, nächste Woche ist Freitag, ist der Hexensabbat, der Verfallstag. Da sind sicherlich Verwerfungen da und soweit ich weiß, eben auch die FED-Sitzung Mitte der Woche. Also hier gab es eben auch im Nasdaq, jeweils im Stream veröffentlicht, hier ist eine Kaufzone, eine antizyklische, eingezeichnet gewesen. Also genau dieser Bereich bei 4.530 war eben angezeigt. Wieso eben auch dieser Bereich wichtig war, beziehungsweise möglich war, dass angelaufen ist, waren von den Charts, von den Big Playern geschuldet. Facebook war mehr oder weniger halt ausgereizt. Hier könnte eben noch was folgen, auch Montag und am Dienstag. Eine schnelle Bewegung, wäre bei Facebook jetzt nichts wirklich Überraschendes, eine schnelle Bewegung noch kurz unter die 100er-Marke und dann eben ein Rebound. Hier habe ich eben die Netflix aufgezeigt. Klar, hier ging es ein Stück etwas weiter drüber als gedacht. Ja, aber diese Zone war eben auch bekannt, dieser Rücklauf. Und von dort aus, auch die Chartmuster geben es her, sollte es eben nochmal zumindest die Widerstandsmarke hier erreichen. Bei Amazon, ja, da konnte im Prinzip ja wirklich kein signifikant neues Hoch erreicht werden. Und auch hier steht die dann vor der Kaufzone. Ebenso die Alphabet-Aktie ex-Google hat hier zwar, damals wäre es eben hier auch noch eine Short-Möglichkeit gewesen, falls es direkt unter die letzten Hochs fällt. Das ist jetzt hier passiert, deswegen am Montag, überhaupt weil auch die US-Märkte auf Tagestief geschlossen haben, muss man am Montag auf jeden Fall noch schwächere Kurse in Betracht ziehen. Ja, aber für mich sind das aktuell von diesen Charts aus, was ich jetzt hier gezeigt habe, ja, eher Kaufkurse. Aber natürlich bin ich mit einer DAX-Position schon long. Also hier sollte man im kurzfristigen Fenster jetzt nicht mehr komplett dagegen halten, aber schauen, in welcher Zeitebene man eben selber tradet, ob in der Stunde oder 15 Minuten oder sonstige Sachen. Das sind eben dann mögliche Trendwenden und eben Trend-Setups, die halt dann Kaufsignale liefern, sollte man nicht eben unterschätzen, denn es
kann eben wie hier eingezeichnet, ja, ein kurzer nochmal ein Shakeout kommen und dann sollten eben die Kurse wieder nach oben laufen. So allein eben auch, wie ich bringe hier nochmal das saisonale Bild, ja, das wäre auch wirklich definitiv nichts Überraschendes, sollten wir jetzt in der Woche vom 15., was haben wir nächste, eben die Woche vom 14. wäre wirklich definitiv nichts Überraschendes, ach hier war es ja nicht, ja, dass es eben eine, in dem Fall hier blaue Kerze, also eine weiße Kerze, nach der schwarzen eben folgt. Wer was anderes erzählt, ja, sollte sich wirklich nur die letzten 2-3 Jahre anschauen. Dass ich jetzt hier einfach, hier habe ich eh keine anderen Kursdaten, was es sich 2000 oder sonst was ergeben hat, weiß ich nicht. Klar, man hat immer das Gefühl, es gibt eine Jahresendrallye, aber hier waren eben, der Chart legt ja die Beweise da. Ich werde bis Montag noch andere Setups basteln, auch vom DAX und von den US-Indizes, aber das war es erst einmal kurz ein Review für die letzte Woche. Danke fürs Zuhören, bis spätestens Montag.